Ja, so, die Socke ist schon wieder back auf Aurora und ich habe immer das Problem, dass ich offensichtlich immer dann hier mal morgens eine kurze Runde spiele, wenn die gerade die Mission weg sind, wo ich eben noch hier diese Mission gemacht habe. Da gab es noch hier eine und da eine, irgendwie das Drone Camp und noch irgendwas anderes muss ich machen. Die sind jetzt schon wieder alle weg. Immer zum Missionswechsel komme ich an. Also wir haben ja noch so einen Target Truck, den wir zerstören können. Und einen Computer, den wir hacken können. Und so einen Commander, den wir hier erledigen können. Das hört sich doch mal ganz spaßig an. Also wir können ja mal so ein... So, das mache ich mal ganz gern. Das finde ich immer lustig. Das kriegen wir vielleicht mal hin. So, und das, dann soll es das auch mal gewesen sein. Ja, wird wieder kalt, ne? So, machen wir zuerst den oder was? Diesen Truck zu zerstören ist ja langweilig. Ich finde das immer lustig, weil das tatsächlich ganz gut zu so einer Sniper-Mission passt, wenn man irgendwelche Typen erledigen muss. Und das ist ganz gut, dass ich jetzt so ein bisschen im Schnee lag, weil das tarnt gleich automatisch. Wie ist denn das hier? Dachte, ja, ich laufe. Ich weiß. Jetzt rutsche ich im Schnee. Würde ganz gerne noch ein bisschen weiter oben bleiben. Um nicht... Ach, es soll einfach manchmal nicht sein, ne? Ja, nicht zu weit. Manchmal soll es einfach nicht so sein, wie es ist. Kann ich hier hochklettern? Guck mal. Manchmal gehen solche Sachen. Ich bin einfach noch viel zu weit entfernt, um hier tatsächlich schon... Ja, ja. Und hopp. Ja, ich habe auf jeden Fall letztens mal tatsächlich gemerkt, dass doch dieser... der Sniper nicht so viel ab kann wie der Sturmsoldat. Ich habe ja, bevor ich Scharfschütze war... Oh Gott, ey. Kann ihr auch nicht in Ruhe mal rumlaufen und euch was erzählen, ne? Das ist doch gemein. Also, ich habe ja vorher mal Sturmsoldat gespielt und der hat ja tatsächlich ein bisschen mehr, ja, Panzerung oder was, ne? Nennen wir es mal so, deshalb kann der ein bisschen mehr ab und... geht nicht gleich hops. Und das haben wir so oft jetzt schon gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Absicht ist. Aber tatsächlich hatte ich das jetzt schon so oft, dass wenn ich da nah dran komme, dass sie dann einfach, dass da einfach irgendwas explodiert. Und dann holen die jetzt irgendwie Verstärkung, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Was ich dann auch schon wieder total unfair finde. Jetzt liege ich natürlich weiß im braunen Matsch, ne? So. Du rufst keine Reinforcements mehr. Das ist doch schon mal etwas Gutes. So, jetzt können wir das hier auscouten, dann finden wir hier diesen komischen Commander, den wir finden müssen. Und dann machen wir den kurz weg. Und schuppdiwupp haben wir wieder eine Mission erfolgreich erlegt. Hier sind aber relativ viele hier. Kann ich das eigentlich mal so machen? Sie sind tatsächlich etwas größer hier. Und der Commander lässt sich jetzt... Ach, das ist das. Ich meine, hier bin ich doch schon 60 Mal gewesen, ja. Da bin ich nur mal von dieser Seite gekommen, weil hier oben, wenn man sich hier hinlegt, hier auf dieses Teil, da hat man eine ganz tolle Sniper-Position. Also hier so. Da kann man hier so richtig schön rein flacken. So. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Commander, ich habe ja schon mal so eine Mission gespielt, der sitzt
glaube ich, irgendwie in diesem Gebäude hier drin. Das heißt für mich, ich muss mich ja doch so ein bisschen durchkämpfen, ne? Das ist jetzt eigentlich unbedingt das. Doch nicht die schnellste Mission, ne? Normalerweise sind hier immer ein bisschen. Ah ne, da ist er. Na, wie praktisch. Dann ist das ja vielleicht nicht ganz so anstrengend. Gehen wir noch so ein paar, die ich hier noch nicht entdecke. Oh! Bitte wer. Wer hat dich denn gerufen? Ich lieg hier im Prone Camo, ja? Und die sehen mich, oder was? Also irgendwann. Irgendwie muss man aber auch mal. Muss man auch mal die Reißleine ziehen. Also entweder diese Prone Camo funktioniert und die laufen an mir vorbei, oder sie funktioniert nicht und dann kann man sie abschaffen. Weil sonst kommen die hier einfach auf mich zu. Und achso, ich habe mich schon. So was Dummes. Also das ist ja dann, ganz ehrlich, nee. Finde ich jetzt doof. Finde ich jetzt wirklich doof. Das macht ja keinen Spaß. So, in diesem Schneegestöber, ne? Wie ihr gerade gesehen habt, ist so dieses, das hier echt schlecht, ne? Also der, die Nachtsicht. Also man kann ja, ihr habt das ja schon mal erwähnt, ne? Es ist ja möglich, diese Mission alle, also nicht alle, ne? Aber man kann sie ja auch manchmal schnell abschließen. Und das ist dann meist gegeben. Ich mache das jetzt mal. Oh. Ich habe aus Versehen einen Zivilisten gekillt. Ja, der hat sich angeboten. Ja, das tut mir leid, aber was stehst du denn da und erzählst ihm was über The was? Kannst nicht lesen, könnt ihr es lesen? The Fülle Fauna of Aurora. The Flora and Fauna of Aurora. Also das. Das Tier- und Pflanzenleben auf Aurora, das finde ich natürlich ganz lustig. So. Aber ja, dann haben wir mal schnell so eine Mission gemacht. Ich, ne, das kann, wie gesagt, man kann das so machen. Das ist dann sehr effizient, man ist schnell dabei, schnell davon. Und wie gesagt, man wird dann auch nicht gleich gesehen und solche Sachen. Aber am Ende macht es ja doch nur halb so viel Spaß. Ne? Was man dann aber dafür machen kann, man kann sich dann hier hinstellen und sagen, okay, den Rest machen wir, wenn wir fertig sind. Was muss ich hier irgendwie machen? Achso, ja, ich darf nicht reloaden oder sowas. Ja, gut. Dafür habe ich jetzt aber zu wenig Feinde hier in meiner, in meinem Sichtfeld, würde ich sagen. So ziemlich gar keine, ne? Kann das sein? Ach ja, das ist doch auch wieder, ne? Das so ein bisschen. Ist das ja schon ärgerlich. Weil auch der hier, der wird sich ja
Wenn ich Glück habe, entfernt er sich noch ein bisschen, dass ich den vielleicht doch noch irgendwie... Ja, er sieht mich, ne? Er sieht mich. Wo sieht er mich denn? Wieso sieht der mich, aber ich ihn nicht? Weiß gar nicht, der war der Dicke, ne? Der mich gesehen hat. Zwei Dicke. Ihr müsst mal sehen, wie ich hier in meinem Rechner sitze und versuche irgendwie um die Ecke zu gucken. Das ist schon geil. Nein, du siehst mich doch gar nicht, du Trottel. Ich kann mich doch gar nicht sehen, ne? Einen muss ich, glaube ich, noch, ne? Yep. Guckt es euch an. Das finde ich ja ganz cool, dieses Ding, ne? Ja, wie? Seid doch nicht immer so... Seid doch nicht immer so... Ach, Leute, Leute, Leute. Das ist schon ärgerlich so. Ich habe keinen Bock hier drauf. So, es bringt uns ja auch nicht weiter, ne? Tatsächlich. Dass ich hier so toll hier mache. Ihr könnt nur, das ist ja nur zu Demonstrationszwecken, wie man es machen kann, ne? Ja. Puh. Genau, du siehst mich oder was? Aber es macht ja keinen Spaß, wenn wir das hier nicht zu Ende auseinandernehmen, ne? Dann ist aber auch mal Schluss. Dann haben wir mal wieder so eine Mission. Oder natürlich mach schon die nächste Mission. Das kann man natürlich auch machen. Kommen sie natürlich hier rum, oder was? I don't think so. Na gut, jetzt let's clear the camp, würde ich sagen. Aber es sind schon ganz schön viele Heavies hier.
das geht ja hier auch nicht so weiter, ne? Freunde der Nacht. So, was haben wir denn da noch da hinten? Reingelaufen, ne? Das hätte ja mal, hat mal Spaß gemacht. Ne, also nochmal, für Maschinenpistolen können im Normalfall, ja, durch Wände schießen. Nicht durch alle offensichtlich, aber durch so ein paar. Das ist gut, manchmal. Ach kommt schon, ey, wo habt ihr euch denn jetzt schon wieder versteckt und verkrochen, ey, das ist unglaublich. Dann wundern sie sich, ne? Wenn man dann hier irgendwie. Let's go, let's go! So, wo ist der da jetzt? Ganz am Hintern der Welt. Ach, der läuft hier irgendwo durch die Botanik ganz verloren. Da, jetzt aber, ne? Sollte es das doch gewesen sein. Ich guck mal hier in die Karte rein, ob wir alles haben. Ich hab nochmal so eine Challenge gemacht. Jetzt muss ich ja hauptsächlich nur noch Leute irgendwie ohne... erledigen, ohne dass ich atme. Ja. Das sollte ja auch nicht ganz unmöglich sein. Ein paar Skill-Credits können wir gebrauchen. Alles gut. So, ja dann habe ich mich ja dann doch hinreißen lassen, das Level noch hier oder fertig zu machen, obwohl das Mission eigentlich schon erledigt war, aber das mache ich ja manchmal dann doch noch. Gut, ja, so. Letztes Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal, Glocke an und was sonst noch alles möglich ist. Kommentare dürft ihr natürlich auch gerne mal da lassen. Vergesst das nicht. Ist immer mal schön, so ein bisschen Feedback zu kriegen. Außer solchen wie, hey, lass uns doch mal irgendwie auf YouTube Freunde sein. Like meinen Kanal und ich like zurück. Das ist, brauche nicht wirklich Abonnenten, die auch nicht meinen Kanal gucken. Dieses Jahr, das kann ich ja dann... Das kann ich ja selber machen. nee, also wer das guckt, der darf gerne mal abonnieren, aber wie gesagt, ihr braucht noch nicht abonnieren, wer nachher die Videos gar nicht gucken wollt. Das ist ja auch Blödsinn. Ich mache das hier nicht der Abonnentenzahl zuliebe. Obwohl ich mich natürlich freuen würde, wenn ich ein paar mehr hätte. So. Jetzt sei es gesagt. So. Also seht zu, dass er mich dass er meinen Kanal abonniert. Ich wollte mal hier ganz kurz und so ein geiles, kann man so Teabagging-Bild machen? Machen wir nicht, ne? Könnte man aber vielleicht... Ja, guck mal rein in die Pistole. Finde ich auch cool, ne? Dass man hier so checkt. Das ist doch mal nice. Das kann ich mal ein bisschen weiter, ein bisschen mehr in der Sonne machen. Ja. Okay. Ich muss ja hier immer noch mal so ein... Jetzt guckt sie gerade nicht so cool, ne? Na, jetzt vielleicht, ne? So, wir brauchen noch ein Profilbild.
Es sieht tatsächlich ganz easy. Nice, nice. So, gut. Das sollte dann auch erledigt sein. Außer kann man hier noch irgendwelche. Ich kann noch irgendwelche Filter draufsetzen, ne? Mache ich denn die Filter jetzt hier? Das kann mir das mal jemand sagen eigentlich. Wie kann ich denn das eigentlich einstellen? So mache ich das. Okay, hier muss ich klicken oder was? Nee. Ich kann jetzt hier mich hier durchschalten, aber der sagt mir irgendwie auch, glaube ich, nur alles, was es ist, aber einstellen kann ich es, glaube ich, nicht. Denn hier muss ich doch einstellen können. Hätte ich jetzt so gedacht. Aber ich wüsste jetzt nicht, mit welchen Tasten ich das machen sollte. Mit Links- und Rechtstasten. Haben wir es gefunden. Cool. Ja. Was auch immer das heißt. Auch nicht schlecht. Das ist hier gut. Nö, das brauchen wir nicht. Auch nicht. Das brauchen wir nicht. Achso, ja gut, so viel ist jetzt ja dann noch nicht, was man hier machen kann. Aber ich finde es ja ganz lustig. Ich finde also dieses Time of Day ist ganz cool, weil man so ein bisschen. Ja, 20 Uhr ist vielleicht ganz cool. Bisschen Regen. Cool. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Mensch, was man hier Tolles machen kann. Ah, das wollte ich natürlich nicht machen. Aber so können wir es doch mal lassen. So. Aus die Maus, Mickey Maus. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Nochmal. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tut, was ihr nicht lassen könnt. Eure Socke. Ciao.